Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? In dem heutigen Video geht es um das Thema Heimweh und wie ich damit umgehe. Einige von euch haben mich gefragt, ob ich denn selber Heimweh habe, seitdem ich hier in Australien bin. Und falls ja, wie ich damit umgehe. Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ja, Heimweh hatte ich schon häufig bekommen und werde ich wahrscheinlich auch noch in meiner Zukunft bekommen. Für mich prägt sich das Gefühl von Heimweh als etwas aus, was ich als unwohl offensichtlich empfinde. Ich möchte nicht sagen Angst, so stark prägt sich das bei mir nicht aus, aber ich bin kein Psychologe und ich will nicht bezweifeln, dass das Heimwehgefühl sich so stark ausprägen kann, dass man so schon fast in eine Depression kommt oder Angstzustände bekommt. Jetzt kommt das Müllauto. Ja? Erinnert mich doch ganz an meine Heimat. Warten wir mal kurz, bis das Müllauto vorbeigefahren ist. Okay, ist immer noch da, aber ein bisschen weiter weg jetzt. Ja, also, zurück zum Thema. Das Gefühl für mich, Heimweh, in der Regel kommt es auf, wenn ich mich eher allein fühle oder gefühlt habe. Und grundsätzlich gibt es so drei Kategorien von Heimweh für mich. Einmal ist es die Sehnsucht nach meiner alten Heimat, nach dem Ort. Dann die Sehnsucht nach Familie und Freunde von meiner alten Heimat. Und die dritte Kategorie ist Kulturelles. Ja? Trinken, die Art und Weise, wie man zusammen ist, wie man bestimmte Ereignisse miteinander verbringt, die Art und Weise, wie Geburtstag gefeiert wird, die Art und Weise, wie Weihnachten gefeiert wird, solche Sachen, also eher Kulturelles. Für mich ist am stärksten wahrscheinlich ausgeprägt die Familie und Freunde und das Kulturelle. Was den Ort angeht, selber empfinde ich nicht irgendwie so ein Heimwehgefühl. Da fühle ich mich wahrscheinlich zu wohl hier in Brisbane und in Australien, und die Orte in Deutschland besuche ich auch regelmäßig. Insofern, ja, das ist für mich selber jetzt nicht so eine extreme Heimweh-Gefühlslage. Wenn es um die Familie und Kultur geht, definitiv. Das kommt auf, immer mal wieder, wie gesagt, vor allem dann, wenn ich mich allein fühle. Und das ist auch der Punkt, das Ganze ist natürlich eine Gefühlslage. Ich habe schon mal, glaube ich, in einem oder anderen Video erwähnt, hatte schon zweimal in meinem Leben mit Depressionen zu tun gehabt. Oder nicht Depressionen, sondern Angstzustände. Die kamen sehr schnell, ging auch relativ schnell wieder vorbei und das ist natürlich auch für jeden anders. Und ich habe mich damals in psychologische Betreuung begeben, wo dann bestimmte Sachen aufgearbeitet werden. Und was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass wenn es um Gefühle geht, was mir geholfen hat persönlich ist, und jetzt kommen wir zu eurer Frage, wie ich damit umgehe, ist, sich daran zu erinnern, dass Gefühle kommen und gehen. Ja? Situationen im Leben verändern sich permanent und so ist es auch mit den Gefühlen. Ja? Und wenn man das akzeptiert oder wenn ich das für mich akzeptiere, dann fällt es mir leichter, wenn ich mal in einer nicht so tollen Gefühlslage bin oder eher in einer negativen Gefühlslage. Das beruhigt mich erstmal, wenn ich ein Heimwehgefühl habe, weil ich mich daran erinnere, dass Gefühl des Heimwehs vergeht auch wieder. Dementsprechend, wann ich Heimweh habe, ob das im Tag, ob das eher morgens, tagsüber oder abends ist, gehe ich dann damit auch unterschiedlich um. Wenn es eher abends ist, dann lege ich mich eher ins Bett, zur Ruhe. In der Regel ist es am nächsten Tag dann auch wieder vorbei. Was anderes, was ich häufig mache, ist, dass ich mir deutsche Sachen anschaue, zum Beispiel die Tagesschau oder irgendwelche deutschen YouTube-Kanäle. Und ich vermute mal dann durch die deutsche Sprache mir meine Heimweh zur Kultur sozusagen wieder, das Gefühl sozusagen dadurch ein bisschen aufgeheitert wird. Ab und zu koche ich dann auch mal deutsche Gerichte, ja? Milchreis, mein persönliches Lieblingsgericht. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt und euch fragt, wie ihr mir eine Freude machen könnt, dann ist es Milchreis. Meine absolute Lieblingsgericht. Koche ich immer gerne und erinnert mich auch immer vor allem an meine Schulzeit, aber auch generell an meine Kindheit.
Seitdem ich einen Sohn habe, mit dem ich, wie ihr es aus meinen vorherigen Videos wisst, Deutsch spreche, habe ich so das Gefühl, dass meine Sehnsucht nach der Heimat sich etwas sozusagen negliert hat. Wahrscheinlich, oder ich vermute mal dadurch, dass ich ja mit meinem Sohn Deutsch spreche, ist dieser Kulturaustausch wieder da. Oder nicht Kulturaustausch, sondern dadurch praktiziere ich sozusagen die deutsche Kultur etwas häufiger wieder. Und das finde ich ganz toll, finde ich ganz positiv. Offensichtlich, ich bin in Deutschland groß geworden. Ich bin nach Australien gekommen, als ich 31 war. Insofern hat sich natürlich Deutschland, die deutsche Kultur und alles drumherum natürlich in mich, ja, ist schon etwas Prägendes, ja, und lässt sich jetzt nicht so ohne weiteres ausradieren. Möchte auch dazu sagen, dass ich vom Kopf her ja nie wirklich Deutschland verlassen habe. Ich bin nicht ausgewandert nach Australien, weil ich Deutschland nicht mochte. Es hat sich mehr oder weniger ergeben. Ich habe irgendwann meine Frau hier getroffen und bin sozusagen in Australien geblieben, ja, weil es mir hier sehr schön gefällt. Aber ich habe Deutschland nie verlassen. Insofern habe ich da jetzt keine negativen oder ja, Gedanken über Deutschland. So, die Frage ist, was ihr also machen könnt, wenn ihr Heimweh habt, euch euer Lieblingsgericht kochen, wenn ihr als Backpacker unterwegs seid, nach Hause telefonieren, ja, so wie E.T., der auch unbedingt nach Hause telefonieren wollte, weil er Heimweh hatte. Das geht natürlich in den heutigen Zeiten relativ einfach, ja, über Skype, WhatsApp, was auch immer, könnt ihr euch natürlich relativ schnell mit euren Freunden, Familien in Deutschland austauschen, in Kontakt treten, was euch helfen kann. Was anderes, was mir aufgefallen ist, wenn ich Heimweh habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich allein bin. Und die Leute, mit denen ich hier mich tagtäglich treffe und zusammenlebe, dass die mich ja gar nicht so kennen. Und, oder mich wirklich, ja, mich nicht kennen im Prinzip, ja, und meine Vergangenheit auch nicht kennen, weil man eben nicht die alten Freunde um sich herum hat oder die Familie. Und was mir da sehr gut geholfen hat, ist, den Leuten, mit denen ich hier lebe, Freunde, Kollegen etc., von meiner Heimat zu erzählen. Und gerade hier in Australien sind die Leute sehr, sehr daran interessiert, wie das in anderen Ländern funktioniert, wie in meinem Fall die deutsche Heimat außer Berlin und die Umgebung, was ich gemacht habe, wie ich meine Kindheit verbracht habe, was die Unterschiede sind zwischen Deutschland und Australien. Die Australier selber kriegen nicht so viel mit und das geben die auch ganz offen zu, was so außerhalb von Australien passiert. Viele haben nicht die Möglichkeit, nach Europa zu reisen. In der Regel, ja, verlassen die Leute. Jetzt kommen ein bisschen Leute von der anderen Seite die Straße runter. Jetzt ab. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um das Video abzuschließen. Also, um zusammenzufassen: Heimweh persönlich hatte ich schon häufig. Wie gehe ich damit um? Ich mache Dinge, die ich aus meiner Heimat kenne: Kochen, sprechen, mich mit Leuten austauschen, irgendwelche deutschen Sachen anschauen im Internet oder meine Familie anrufen. Ja. Heimweh selber, das ist, denke ich, ein ganz normales Gefühl. Es gehört dazu. Es zeigt die Verbindung, die man hat eben zu seiner Heimat. Daran ist auch gar nichts auszusetzen. Manche Leute empfinden ein stärkeres Heimweh als andere. Da ist jeder Mensch unterschiedlich. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte, anderen Hintergrund, unterschiedliche Gefühlslagen. Ist nichts, was ihr verstecken müsst. Und schlussendlich geht ihr nach Australien oder wo auch immer, um zu backpacken, rumzureisen, um andere Sachen zu sehen. Das heißt aber nicht, dass ihr eure Heimat deswegen verschließen oder euch der Heimat verschließen müsst. Mir fallen immer so ein paar Worte nicht ein. In meinem Kopf hört sich das immer unheimlich, unheimlich clever und klug an, aber es kommt nicht ganz so raus. Ja, also das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, das Video nimmt euch so ein bisschen die Angst vor dem Heimweh haben, wenn ihr durch Australien reist. Habt keine Angst, es kann passieren und das wird auch wieder vergehen. Vielleicht das als abschließenden Tipp. Wie eingangs schon erwähnt, was solche Gefühle angeht, die kommen und die gehen auch wieder. Ja. Solltet euch nicht davon abhalten, die Welt zu erkunden und rumzureisen.
Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann liked es. Lasst mich wissen, wie ihr mit dem Thema Heimweh umgeht und ob ihr, wenn ihr schon rumgereist seid, auch Heimweh hattet. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien und Reisen durch Australien mehr wissen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis später.